So, und weiter geht's. Begeben wir uns ins letzte Level, damit wir diesen Spuk an einen bereiten können. Geld. Alligator! Böser Alligator. Das ist nicht nett. Man greift keine Leute an, ja. Wenn du Hunger hast, besorgt er was anderes. Außer mich. Eins. Gut, waren jetzt der letzte Level nochmal? Dort hinten, nicht wahr? Okay, ich mach nochmal eine Runde. Na 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 na. Tot. Schön, dass es alles wiederkommt, wenn man ein Level absolviert hat. Also kann man ohne Probleme alles nochmal einsammeln. Huja! Ups. Na, ich krieg dich nicht. Na, 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 komm, na, ja, geht doch. So. Genau, unten war der Level. Oder? Nicht zu weit springen. Ich sehe ihn nicht. Au, au, au. Geh tot. Soll ich es mir erst leisten? Ach, ich bekomme sicher wieder eine Rüstung im Level. Da verschwende ich jetzt kein Geld für. Nein, nein. Komm her. Sehr brav. Lasst uns weiterschreiten zum letzten Level. Level! Holen wir uns noch den Sack voll Gold. Haha, du kommst ja nicht rüber. Ist ein Noob. Ich geh auf die andere Seite. Nein, geht weg. Ich geh vor ins Level. Voodoo-Wohnort! Ob wir dort ein paar wunderschöne Voodoo-Priesterinnen begegnen? Wir werden es gleich erfahren. Wo geht's jetzt lang? Dort oder dort? Ja, dort geht's anscheinend nicht lang. Deswegen holen wir uns zuerst diesen Schlüssel und schauen mal ins Haus rein. Und bekämpfen nebenbei noch ein paar Zombies. Der Weg-Zombie. Aua, aua, aua. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ihr die extrem Oberhoden seid? Oh, der Stich. Schön, den wieder zu haben. Schnell und nützlich. Gut, sehen wir mal nach, was in dieser Truhe drin ist. Was könnte da wohl drin sein? Doch nicht etwa Geld? Doch, es war Geld. Pilze. Egal. Sind sicher nicht gut. Ausgehend von ihrer roten Farbe und so? Glaube ich nicht. Baumstamm. Schöner Baumstamm. Egal. Hallo. Au. Du hast mich ausgezogen. Dafür wirst du büßen. Puh. Ich dachte schon, ich habe daneben geschlagen. Die ziehen aber ganz schön viel ab. Oder? Will ich mir das meinen? Nein, die ziehen ganz schön viel ab. Wisst ihr warum? Weil sie Hoden sind. Stinkende Hoden. Genauso wie der. Ja. Zuerst du. Dann du. Und zum Schluss noch du. Geht's hoch. Dort erwarte ich mich. Erwartet mich wieder ein Krokodil. Wir stellen uns tapfer entgegen. Komm her! Spüre mein Feuerschwert in deinem Gesicht. Und weiter geht's. Lalalala. Ein Zombie, lalala. Ein Skelett, lalala. Geh bitte, lalala. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Geld. Geht weg. Dämliches Unkraut. Au, dämliches Skelett. Oh, ich sehe. Noch zweimal hauen, dann bin ich tot. Das
ist nicht gut. Aber Gott sei Dank ist hier ein Checkpoint. Checkpoint! The point of check. Nein, ich wollte da hoch. Schön. Hi. Und noch mehr. Echt, ich habe so viele Schlüssel. Ich glaube, ich werde jedes Tor aufmachen können, das mir begegnet. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ich glaube, ich sehe es schon. Ja. Die Macht des Lichtes. Fürcht es. Ihr kehrt unter Unterricht. Mein Lichtschwert wird euch vernichten. Okay. Genug dumm. Genug dumm geseint. Mein Deutsch ist wahrlich gut. Was haben wir hier? Was ist das? Eine Unterhose. Monogramm-Boxershorts. Echt, ich frage mich, was die Boxershorts sind. Sind die nur zur... nicht zur Tarnung, sondern... wie nennt man das Wort? Zur Zierde. Des Protagonisten, oder haben sie auch einen Effekt? Wir werden es nie erfahren. Außer ich besitze mal 400 Goldstücke. Dann lässt ich mir vielleicht mal eine. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe so sehr geahnt, dass das eine verkackte Mimik ist. Wie komme ich hin an den? Und kann ich den mit dem Magneten greifen? Ich glaube nicht. Nein, kann ich nicht. Egal. Ich habe... Oh, ich habe 5 Schlüssel. Da kommt es auf einen wirklich nicht drauf an. Wo war der jetzt? Oh Gott! Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, ich hole mir alles nochmal. Moment, ist es überhaupt noch da? Nein. Schön. Ein Schlüssel für umsonst hergegeben. Ach, da brauche ich gar nicht nachsehen. Ich habe noch genug. Was sind das? Ah. Dieser Ring spürt Truhen auf in seiner Nähe. Der ist nützlich. Und hat einen netten Effekt. Noch dazu. Wenn ich noch ein bisschen Geld finde, probieren wir diese Boxershop mal aus. Ah, noch 5 Stück. Ich will schließlich auch wissen, ob sie irgendetwas bewirkt. Ich brauche noch ein bisschen Geld. War ich da oben eigentlich schon mal? Nee, wie komme ich da überhaupt dran? Ich glaube, ich muss da auf diesen Vorsprung. Na, ja, noch 3 Münzen. Mal sehen, ob ich da rüberkomme. Uff. Sieht weit aus. Oh, einen Trank. Brauche ich jetzt aber nicht. Alle, hopp. Ah, ha, geschafft. Was ist da? Schlüssel. Toll. Na komm. Wo war jetzt dieser Zombie oder was auch immer? Ah, da. Gib mir 2 Münzen. Ach, egal. Nehme ich auch. 2 Münzen wären mir trotzdem lieber. Kann ich da wieder zurück? Ja, kann ich. Du bist wieder eine Mimik, oder? Gib's zu! Ich wusste es. Ja, noch ein? Ja. So. Ich weiß, dass ich den eventuell nicht speichern kann. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Hologrammboxershort. Yay! Okay. Hoffen wir, dass sich irgendetwas bewegt und sich die 300 Münzen gelohnt haben. Wenn nicht, ist das penismäßig. Ha! Du hast mich also genatzt. Tja. Diesmal war es dein Untergang und nicht meiner. Oh, Plattform. Gefällt mir nicht. Unbedingt. Aber hu. Stirb einen. Nein! Du sollst ihn töten.
ist da drin? Eine Truhe? Eine Truhe, ja. Hallo Truhe. Und, hast du eine Rüstung bei dir? Ha! Das war geraten übrigens. Ist dahinter noch was? Ja, ein Sack voll Gold, der in der Luft schwebte. Mens, Mens, Mens. Alles Mens. Ja. Nein, du bekommst mich nicht. So könnte ich meinen Schlüssel ran. Soll ich? Ich weiß nicht, ich habe so viel Schlüssel. Nee, den hole ich mir nicht, aber den hole ich mir. Gut, der stürzt nicht ein. Das ist schon mal positiv. Ein Checkpoint. Noch positiver. Hm? Oh. Auf Wiedersehen, Pflanze. Es war schön mit dir. Ach, wie ein bisschen Energie. Lasst mich durch. Ich will wissen, was hier hinter ist. Was ihr verbergen tut und tut. Ein Zombie? Tja. Hey, nicht den Weg versperren. Du schon gar nicht. Oh, noch mehr Energie. Alle ab. Hier geht's noch weiter, nicht wahr? Ja, sieht danach auch, dass es hier weitergeht. Moment, dann will ich nochmal zurück. Sorry. Aber ich will... Oh. Alles, was mir möglich ist, mitnehmen. So wie dieses. Geld kann ich jetzt überhaupt gut gebrauchen. Für Speichern, meine ich. Ups. Nein, nein. Wirst du wohl aufhören damit. Sadomaso. Oh, Stacheln, ich geh hin. Au, die tun weh. Oh, nochmal. Gib nicht Kopf. Oh. Okay, ich muss sogar dahin. Naja, habe ich mir noch eben einen Trank geholt. Ein Erfrischungsgetränk. Na, 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 na. Ich bin Maximo, lalala. Und die Frau sind lauter Hoden verstreut, die was mir was antun wollen. Böse Hoden. So, holen wir uns diese Seele. Meine Seele. Wollingen. Ah, da gehe ich mal da hoch. Ah, hier geht's eh nicht weiter. Oh, da, ja. Mal sehen. Ist da was oben? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es auch jetzt nicht mehr herausfinden gehen. Puh. Wehe, du bist eine Mimik. Brav. Wirklich, oder? Obwohl, oh ja, es kann sich ausgehen. Nein! Verdammt! Ich gehe eindeutig zu viele Risiken ein. Und du bist schuld. Au. Ach Mann, ey. 5 Leben. Ich weiß, wir haben genug Leben, aber trotzdem nervt es, ständig wieder von neu anzufangen. Nee. Ihr könnt das sicher verstehen. Du kannst es sicher auch verstehen. Ihr Pflanzen überhaupt, ihr müsst immer wieder wiederkehren, wenn ich euch gemetzelt habe. Hoden. Doppelhoden. Du warst vorher keine Mimik. Wie ich das hasse. Da denkt man sich, oh, ich krieg Geld. Nein, eine Mimik. Du bist schuld. Das waren andere Pflanzen, nicht wahr? Ich habe da vorher gar nicht drauf geachtet. Die wäre sicher genauso tödlich gewesen wie ihre Vorgängerin. Also ist es mir egal.
Ha! Daneben! Unten ist so viel gutes Zeug. Wie viel Geld? Wie viel Geld habe ich? 46.